Ja, grüß dich, meine lieben Leute, zu einer neuen Ausgabe zu den Mercedes 1113 und zwar der 45. Ja, und wie immer zeige ich euch erst das Heft, dann die Teile. Kleines Beutelchen und dann schauen wir, was gebaut werden kann. Das wird natürlich gebaut. Ich wünsche euch natürlich wieder viel, viel Spaß. Denkt einen Daumen nach oben und ich würde sagen, los geht's. So, da haben wir die 45. Schauen wir rein. Auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es weiter mit der Schritt-für-Schritt-Bauanleitung. Und zwar die Lenkung dieses Mal. Hier seht ihr schon die Bauteile. Na, und ja, sieht klein aus. Und ja, ich hoffe, dass das dann alles so funktioniert. So, mehrere Seiten. Die Kurzhaber-Story ist als nächstes dran und zwar U321H Stichwort Semi-Integral. Okay, das wird sich dann um die Bus handeln, denke ich mal. Aber das kann man schön hier drin durchlesen. So, hier hat man weitere Details und wenn wir umblättert haben, die Geschichte von Daimler Benz und zwar 1936 auf der Piste in. Was? Auf der Piste in der Luft. Okay. So, dann haben wir berühmte LKW-Marken, und zwar die IFA, oder der IFA Ludwigsfelde, Heimat des W50. Und da saß ich selbstverständlich drin, ich bin ja so ein kleines Ossi-Kind, wer es hört, da weiß Bescheid. Und ja, ich saß schon mit drin, durfte mal mitfahren, das war früher schon ein Erlebnis. Ne? Das könnt ihr euch natürlich auch schön durchlesen. Und dann hier unter der Haube LKW-Technik Einzelradaufhängung, BKW-Technik im LKW. Ne? Okay. So, und gut, zu guter Letzt hat mir einen Ausblick auf die Ausgabe 46. Ne? Da seht ihr hier schon die nächsten Teile. Und was gibt es denn alles? Batteriefach, der Deckel des Batteriefachs, die Platine und eine Abdeckplatte. Okay, ne? Na, schauen wir mal. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Teile an, die in dieser Ausgabe dabei sind. So, los geht's. Das kleine Tütchen mal öffnen. Schocki. Runter. Da schauen wir mal, was wir alles so Schönes haben. Also wir fangen mit dem größten Teil an und stecken wir das hier. Das ist das Lenkgehäuse. Das ist aus Metall. Ne? Sieht so aus. Schwarz lackiert. Und ja. So. Ne? Dann haben wir das Teil. Das ist Lenkstockhebel. Ne? Das ist auch aus Metall. Ich finde ja cool, dass da viele Metallteile mit dabei sind. Ne? Dann haben wir das hier. Das ist die Lenkstange. Na, die ist natürlich auch aus Metall. Und hier haben wir noch so ein kleines Teil. Das hier separat eingewickelt wurde. Und zwar ist das die Lenkwelle. Und das ist auch aus Metall. Guckt mal. Schön, oder? So. Dann haben wir noch in drei verschiedene Schrauben, und zwar RM, EM und FM. Na? Gut, müssen wir erstmal schauen, mit was wir jetzt anfangen. Und zwar geht es dann los, und zwar mit diesem Teil, dem Lenkgehäuse. Und da wird das Teil, also hier die Lenkwelle, erstmal hier reingesetzt. Ne? Da habt ihr hier unten so ein größeres Loch und da wird es dann so reingesetzt. Schauen wir mal, ob das so geht. So einfach. Oder ob man da ein bisschen so, genau, ne, das, seht ihr, das ist das so weit drin, ne? So sieht es von unten aus, ja. Gut, Schritt 1, Hammer. So, und da brauchen wir den Lenkstockhebel, das ist das Teil, und natürlich eine FM-Schraube. Die mache ich schon mal an den Schraubendreher ran. So. Da drehen wir das Teil mal rum. So. Und das, der Lenkstockhebel, der kann bloß in eine Richtung ran gemacht werden, weil ja diese Aussparung genauso ist wie hier unten. Also wieder so halb rund und abgeschrägt. Das probiere ich mal. Ob wir den irgendwie hier rein puscheln. Ich stelle mal mit dem anderen Schraubendreher ein bisschen dagegen von oben, damit ja, das nicht abhaut.
Hört ihr das? Das ist meine Heizung. So. Ja, die quietscht ab und zu. Dürfte sie zwar nicht, aber sie macht es halt. So. Also rum ungefähr. Und dann dusche erstmal. Ja, es wird ziemlich kompliziert. So, also noch einsetzen. Ja. Dann das Teil drauf. So ungefähr. Genau. Jetzt von oben versucht die Schraube hineinzudrehen. Ja. Gut, jetzt brauchen wir irgendwas zum Gegenhalten. Immer rausrutscht. Und dann drehen wir die Schraube fest. So. Die Position noch ein bisschen beachten hier. Ist nicht einfach, muss ich wirklich dazu sagen. Es ist nicht einfach, weil ich drehe das einfach mal so rein. Weil das nämlich schon auch an zu kippeln fängt. Ja. Was jetzt? Ich glaube, ich hab's gleich. Okay. Wollte bloß mal gucken, ob ich in derselben Position noch bin. Ja. So. Müsste eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Jetzt wollen wir ein bisschen wackeln. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, jetzt, ne? Gut. Danach haben wir wieder eine FM-Schraube. Hier. Das schleichen wir ran. Denn da muss nämlich das Teil ran. So. Ich muss bloß mal gucken. Das haben die sich so hingelegt. So. So. Ob das dann so richtig ist? Ja, sieht gut aus. Dann machen wir doch gleich eine rein. Da geht eigentlich gut rein. So. Na? Dann sieht das so aus. Also der Bogen ist so. Der Bogen müsste aber, ist das richtig? Müsste so rum und dann so gehen, oder? Ich guck noch mal ganz kurz rein. Also da müsste es, ne, da müsste eigentlich gerade andersrum gehen. Okay, dann machen wir es wieder auf. Schade. So, ich zeige es euch nochmal nachher. So sieht es dann aus. Ja. Gut. Dann holen wir unseren LKW her. So, der LKW. Muss ich mal holen. So.
Tschacki. Da ist er da. Und zwar brauchen wir nämlich da die Seite hier drüben. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Das Teil wird jetzt hier rankommen, ne? Also wenn ihr das Teil dann hier habt, wird es wahrscheinlich dann so hier rankommen. So. Ne? In dieses freie Teil mit dem drei Löchern. So. Genau. So. Jetzt seht ihr es nochmal da dran. Und zwar brauchen wir da nämlich 2 EM-Schrauben. Ne? 2 EM-Schrauben. Zeug. So. Das Teil sitzt allerdings so unten, also so ungefähr. So. Okay. Jetzt probieren wir einfach mal eine Schraube ranzuschrauben. So. Machen wir mal. Eine Schraube ist schon angepischt. Die andere. Geht wieder ziemlich schwierig. Das könnt ihr dann nochmal. Okay. Aber wir müssen es erstmal festbringen. So, die eine, denke ich, ist jetzt fest. Also die andere. Ja, das kann ich akzeptieren. So, dann ist es fest. So sieht es von oben aus. Moment, so hier. Na, also hier kommt die Stange. Und die muss jetzt. Ich mache ein bisschen ranzoomen. So, ja, hier über das Loch geführt werden. So, genau. Über das Loch von dem Lenkteil da hier, dass es übereinander steht. Also hier das Teil, seht ihr, wie das wieder nicht so, ich drehe es mal so. Das Teil, da ist dieser Bogen vom Rad und dann das Teil gerade eben. Und das wird mit einer RM-Schraube festgemacht. So. Einer RM-Schraube machen wir es gleich von oben fest.
So. Noch ein bisschen. So. Ja. Gut. Und wenn man jetzt hier dieses Teil bewegt, müsste sich hier oben wie heißt das Teil? Also müssen wir mal gucken. Die Lenkwelle auch mitdrehen. Ja. Also das muss einfach schön gehen. So. Und da haben wir es nämlich, glaube ich, auch so schön soweit, ja. Mehr ist es erstmal nichts. Zumindest für diese Ausgabe nicht. Und okay, sind wir soweit durch. Ja, liebe Leute, das war die 45 vom Mercedes LF13. Sehr interessante Ausgabe. Und wenn es dann funktioniert, ist es doch umso schöner. So, ja. Ansonsten gibt es noch nicht mehr zu sagen. Nächstes Mal wird es auch interessant. Wie gesagt, da bekommen wir die Platine und die Batteriebox. Mal gucken, ob wir die schon irgendwie einbauen können oder ob die bloß zum Testen ist. Das werden wir dann durch der nächste Ausgabe erfahren. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Denkt an den Daumen nach oben und ein Aufwärmen durch gigantisch. Ansonsten ciao, ciao, euer Danader und tschüss.